Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander. Endlich ist der Moment gekommen, Leute. Endlich ist der Moment gekommen. Wir können nämlich Ninja benutzen. Ninja Pro haben wir nämlich freigeschaltet. Das bedeutet also, wir können jetzt in Duo frei für alle spielen. Endlich! Meine Güte, hier frei für alle spielen oder Ninja Pro, das ist sowas wie Selbstmord. Muss man ja wirklich so sagen. Also, das geht gar nicht klar. Deswegen würde ich sagen, wir steigen auch mal gleich in frei für alle ein. Ich würde übrigens die Road to Commander Parts ein bisschen länger für euch machen. Weil es dauert ziemlich lange, so zu lange. Und so lange wollen wir uns auch nicht an einem Spiel, ne? Genau. Ich würde nämlich gerne nach den Road to Commanders zu normalen Live-Commentaries wieder rüber switchen. Also normalen Live-Commentaries in Black Ops 2, in MW2 und in allen anderen CODs. Und Battlefield will ich auch mehr machen. Das habe ich auf jeden Fall auch vor, Battlefield mehr zu machen, denn ich finde, Battlefield hat auf jeden Fall auf meinem Kanal auch einen Platz verdient. Allerdings, ich meine, außerdem wollen ja viele Leute von euch auch Battlefield sehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es nicht eigentlich egal, was ich spiele. Ihr schaut doch sowieso alles, habe ich das Gefühl manchmal. Also, ob wir jetzt Battlefield spielen oder Call of Duty. Obwohl ich sagen muss, Battlefield habe ich echt wenig gespielt. Also, vor allem Battlefield 4, denn wenn ich es spiele, macht es mir Spaß. Aber wenn ich es nicht spiele, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis dazu, es zu spielen, wenn ihr versteht. Da ich ja auch kein Battlefield-Channel bin. Ich bin ja mehr so Call of Duty-Channel, obwohl ich bin mir sicher, ich könnte vieles auf meinem Kanal machen. Aber dazu habe ich ja meinen zweiten Kanal, wo ich alles andere mache. Deswegen belasse ich diesen Kanal für Vlogs und für Call of Duty-Videos. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist, muss ich sagen. Denn, ja, genau. So, dann wollen wir mal mit der Farm spielen. Hier auf Afghan. Und ich finde es ein bisschen unfair, denn wir haben schon gesehen, wo der erste Sniper spawnen wird. Das finde ich ein bisschen unfair, aber naja, gut. Zeigt keine Gnade. Oh, ich höre meine eigenen Schritte nicht. Wie schön ist das denn bitte? Was? Oh, hab ich mich erschreckt. Habt ihr das gesehen? Oh, ich habe mich erschreckt. Vor allem, wenn wir so getroffen wären, so heftig. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Naja, gut, der ist da irgendwo. Würden wir allerdings nicht vergessen, wir sind nicht die einzigen mit Ninja Pro. Wir sind nämlich eine von vielen. Der eine, der keine Ahnung, was der da macht. Hä, hey, was? Hey! Was? Was? Hallo! Hör auf zu lag, meine Güte! Es nervt! Oh! Ey, wieso lag das? Wollt ihr mich verarschen? Nicht jetzt! Ach Gott, wie ich da... Meine Güte! Ich hasse es, es nervt, es provoziert. Natürlich, auf Afghan! Ach du meine Güte, guter Anfang. Super Anfang, naja gut, egal. Ich frag mich, wer Host geworden ist jetzt. Ah, also, ich habe so ein Pech, also ist ja wirklich unglaublich, sorry, aber... Das ist ja schon wirklich lächerlich. Lächerlich. Rust! Die schlimmste Map im ganzen Call of Duty. Ernsthaft, Rust ist richtig schlimm. Also wenn man sich die Spawns so ansieht. Naja, gut. Da will man sich ja auch gar nicht mehr beschweren. Habe ich sogar keine Lust mehr dazu, mich zu beschweren. Oh Gott, sorry, ich kann nicht zielen. Übrigens mein erstes Spiel heute. Wow! Mann, nein! Oh, ich hätte ein bisschen besser zielen müssen. Da hätte ich ihn gekillt. Was macht der da? Der campt. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin tot, ich wusste es. Ach, diese Map ist doch bescheuert. Ganz ehrlich. Ach Gott, das macht keinen Spaß auf dieser Map. Sorry, Alter. Ich würde am liebsten rausgehen bei den Pissern, Alter. Ich würde ihnen zeigen, wo es lang geht, Alter, wenn wir auf einer vernünftigen Map spielen würden. Natürlich, der läuft mit der A12 hier rum, was hier eigentlich nur schlau ist auf dieser Map. Aber naja, gut. Ja, sorry, aber ist doch bescheuert, also. So eine scheiß Map aber auch, Alter. Vor allem die Map kommt auch so selten bei Team Deathmatch, fast nie. Ja, das kann ich. Oh, das ist jetzt wirklich nicht wahr, oder? Guck mal, der ist so dumm und läuft natürlich mit auf der Straße rum. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Wo soll ich hin? Boah, diese Map ist zu eng. Gott, das sagt sie auch. Ich sag das auch immer, meine ich. Keine Ahnung. Wow. Ach, das sind doch solche Pisse, Alter. Ach, die sind einfach doch kein Spaß. Ich geh einfach nach oben. So ein Bullshit, sorry, aber... Naja, ja. Gut, endlich. Oh mein Gott, diese Map ist so schlecht, Alter. Also, wenn diese Map nicht schlecht ist, dann ist Master Ice gut. Nein, dann immer noch nicht. Sorry, aber das ist doch eine Bullshit-Map. Also, fickt euch alle, Alter, wer diese Map gewählt hat, Alter. Wer diese Map überhaupt bestellt hat.
Das ist so eine Vergleichsweite, so eine kleine Map wie bei Nuketown, wie bei Black Ops 2 Nuketown. So eine vergleichsweise kleine Map. Es ist quasi so, in jedem COD muss es immer so eine kleine Map geben, habe ich das Gefühl. Und es ist einfach, ich finde das, keine Ahnung, wie ich das finden soll. Ich frage mich, welches in Advanced Warfare sein wird. Aber ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, in Black Ops 2 ist es Nuketown. In Black Ops ist es auch Nuketown. In MW2 ist es Rust. In MW3 Dome. In Ghosts. Gut, da gibt es, ich glaube, nee, Dome. Heißt die Dome? Ich weiß gar nicht, diese kleine Map in MW3. Oder, keine Ahnung, wie die hieß. In COD 4 gab es sogar eine. Davon gibt es ein Remake bei Ghosts. Ich muss sagen, das ist echt richtig scheiße, wenn ich so drüber nachdenke. Naja gut, ich hoffe wirklich sehr, dass Call of Duty Ghosts uns allen gefallen wird. Und dass wir viel Spaß damit haben werden. Und ich nicht so Rage quitten muss manchmal, weil es nervt. Immer so eine scheiß Internet-Connection, immer diese scheiß Probleme, diese Match auf Afghan, das hätte mir so viel Spaß gemacht, dieses Match. Ich kann gar nicht mehr vernünftig sprechen, Alter. Ich muss zu viel rumschreien, ich bin total heiser. Na, jetzt verlässt noch einer die Lobby, jetzt spielen wir nur zu 5, läuft bei uns, oder zu 6. Aber wenigstens Subbase, ist eine coole Map, ich weiß gar nicht, wieso die manche Leute nicht mögen, also... Sorry, kann ich nicht nachvollziehen, aber Subbase ist echt eine geile Map, kann ich echt nicht nachvollziehen, aber naja, gut. Gut, dann wollen wir loslegen, mit der Farmers. Sound ein bisschen lauter machen, um zu Soundtouren. Hoffen wir, dass nicht so viele Leute Ninja Pro dabei haben. Vielleicht auf Offline stellen. Wäre ja auch keine schlechte Idee. Das ist ja eine Pflicht. Da haben wir schon den ersten mit Ninja. Da haben wir schon den nächsten Pisser. Vielen Dank für die ganzen Kills. Hier kommt er rein. Hi, vielen Dank. Ziemlich easy, locker, flockig, muss man sagen. Da unten ist ein Sniper, werden wir gleich zerstören. Ach Gott. Nein! Pa, du Wichser, Alter. Was denkst du, wen kannst du hier quickscopen? Die versuchen es aber auch echt immer wieder, ne? So. Ich hab persönlich so aufgefallen. Was der vorhat, könnt ihr mir später erzählen, bitte. Scheiße. Oh! Du Pisser! Scheiße. Oh, sorry, meine Tonspur ist übersteuert sonst. Ich sollte meine Fälligkeit meines Mikrofons ein bisschen runtersetzen. Ist immer das Problem, weil manchmal rede ich ganz leise und auf einmal schreie ich rum. Und da gibt es halt keine Einstellung für die... Ja, sagen wir mal... Ja, da oben ist einer. Der kommt gleich runter wahrscheinlich. Komm runter. Tau dich. Ja, hier. Oh, fuck, motherfucker. Die Harrier übrigens hier einzusetzen ist eigentlich total nutzlos. Weil, ja, hier ist im Moment sowieso keiner. Fällt mir gerade auf. Hab das Gefühl, ich bin hier der Einzige auf der Map. Nein, da hinten haben wir einen Sniper. Vielen Dank. Den Typen habe ich da lang... Da ist schon wieder der Sniper. Ah, du verdammte Scheiße. Das kann ja nicht sein. Keiner von hier, oder? Ja. Immer der Sniper, der leidet so. Er tut mir irgendwie ein bisschen leid. Kleiner Spaß, er tut mir nicht mal ein bisschen leid. Da hinten. Vielen Dank für die ganzen Kills. Dass man sich immer bedanken muss für jede Scheiße hier aber auch, ne? Über mir ist einer, den höre ich. Und da ist ein Sniper, aber... Ich habe meine Sentex drüber. Ja, da hinten ist ein Sniper. So, vielen Dank. Denkst du, ich... Ach, diese ganzen Sniper denken, ich bin so blöd und... Naja, gut, egal. Wo? Rechts von mir höre ich die ganze Zeit... Nein! Ah, mein Herz! Nein! Oh, du meine Güte. Ja, Harrier. Ach komm. Ernsthaft, brauche ich das wirklich auf diesem Map, Harrier? Ach, die beste Semtex ever. Meine Güte. Haha. Das nenne ich mal Aiming, meine Freunde. Nein, was? Ach, da oben. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet.
Komm schon, zeig dich. Ah, du Pisser, willst du mich verarschen? Harrier wartet auf Signal. Wiederhole, Harrier. Feindlicher Aufklärungs- Boah, hätte er mich gekillt, Alter. Ich hasse das so vom ich kann nicht mehr sprechen. Aus nahen Distanzen von Snipern gekillt zu werden. Da oben ist einer. Wo? Yeah! Easy. Der hat immer noch einen Predator, ne? In meinem Inventar. Ich spiele das hier gerade ohne Killstreaks durch. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht erreiche ich ja sogar meinen Payflow. Oh nein, oder? Das ist ja... Oh Gott, naja gut. Ich habe nicht getroffen, also sollte ich mich lieber nicht beschweren. Deiner Typ ist da drin, aber da gehe ich jetzt mal nicht rein. Oh, du... Ich habe zuerst geschossen. Ist so eine Scheiße mit diesem... Mit dieser Collection am besten, wenn die Gegner einfach rausgehen. Dann wäre das Spiel jetzt schon vorbei, weil... Was das soll, keine Ahnung. Ach, dieser Sniper, fick dich doch, Alter. Jetzt mal ohne Witz, Alter. Steht bereit. Feindlicher Heim. Wisst ihr was? Ich gebe einen Fick drauf, Alter. Kommt der hier, Motherfucker, Alter. Ich sag Platz hier, ich mache einfach alles. Mir scheißegal. Hier, guck mal, er denkt, er kann sich verstecken. Wie süß der ist, aber. Noch eine Harry, einfach so. Und noch eine Predator, einfach so. Vielen Dank. Noch mehr Killstreaks. Ach, oh mein. Scheiße. So, jetzt habt ihr viel Spaß beim Runterholen. Sag ich auch immer zu ihr. Guck mal, der geht nach oben. Der ist total lebensmüde. Ach ja. Ein Triple. Nee, ein Doppelabschuss. Naja. Wo? Wow, der hat wirklich alles runtergeschossen, der Loser. Naja, meinetwegen. Ist mir scheißegal, Alter. Da oben. Guck mal, die klettern alle nach oben, ne? Ist mir so aufgefallen. Ich glaube, ich gehe auch mal. Hallo, ich bin ein kleiner Sniper und bin total schlecht. Vor allem, dass ich verfehlt habe, einen Burst, ne? So aus naher Distanz. Hat keiner gesehen. Ach du... Ach, meine Güte... Ich bitte, ey, kommt schon, Alter. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Der letzte Kill. Ach man, es klappt nie. Nein, ich dachte, es klappt. Ich will unbedingt, dass es klappt. Na, was? Oh mein, meine Güte. Ach, ich habe keinen Bock mehr mit denen. Die denken, die werden so gut und sowas, aber... Ja, sollten sich lieber schämen, Alter, dass sie so schlecht spielen. So ein Zottel aber auch, Alter. Sorry, aber... Die Gegner pissen mich nur an letzte Zeit. Ich glaube, ich sollte mehr bei den beiden Nachrichten schauen. Möchte meine Freundesliste. Hallo, Danny Burnage. Was? Hallo, Danny Burnage. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du Bock hättest, eine Runde MW2 zu zocken. Und ja, du kriegst wahrscheinlich jeden Tag solche Nachrichten. Ich will dich jetzt auch nicht nerven oder so. Wäre halt cool, nur eine Runde. Ah. Oh, wie süß. Ja. Wir können zocken. Wieso nicht? Was haben wir hier? Oh mein Gott. Danny, ich bin ein großer Fan und... Oh mein Gott, ich freue mich gerade so, dass ich dich gefunden habe. Würde es mich überglücklich machen, wenn du mir antworten würdest oder mir eine FL schicken würdest. Es wäre so geil.
Okay, entweder das war ein 12-jähriges Mädchen oder ein 8-jähriger Junge. Eins von beiden. Was, ich würde dich gerne, übel gerne mal mit dir zocken und dein FL kommt, man ja leider nee. Hä? Keine Ahnung. Voll süß, Mann. Eure Nachrichten sind die süßesten ever. Danny ist der Master. Naja, ja. Sagen sie alle. Wurstbrot. Ich glaube, den habe ich letztes Mal geschrieben. Was? Zwei Gutes. Aha. Was für eine Map? Ja! Terminal. Terminal. Ich liebe Terminal. Beste Map ever. Ich muss die ganze Zeit lächeln, weil ich ein gut gelaunter Mensch bin. Ne, jetzt mal ehrlich, also... Call of Duty... Manchmal weiß ich nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß nicht. Sollen wir snipern? Okay, meinetwegen. So, dann snipern wir eine Runde. Wieso nicht? Aus Spaß, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Ah, fuck. Ihr wisst ganz genau, ich würde so oder so gewinnen. Ohne Sniper natürlich. Na was? Nein! Oh, das kann nicht wahr sein, dass ich da verfehlt habe. Na was? Kann mir jemand bitte das Quickscope nochmal beibringen? Ich habe gelernt, wie das geht. Hab ernsthaft, ich kann es einfach nicht mehr so. Na, zumindest nicht mehr so gut. Nein, 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 oh mein Gott, ach du meine Güte. Ich bin voll total falsch hier aber auch, ne? Oh, scheiße. Nein, bitte. Oh, ich fühle mich echt nicht mehr so gut mit der Sniper. Da muss ich echt wieder reinkommen. Ich denke aber nicht, dass ich gewinnen werde, leider. Muss ich auch ernsthaft zugeben. Normalerweise bin ich immer sehr selbstsicher, aber bei Snipern nicht ganz so. Nein! Oh Gott, das kann ja nicht wahr sein, oder? Ach du meine Güte. Also, manchmal denke ich mir so, wie kann... Haha. Geh. Nein! Ich will ihn schon wieder ownen. Oh! Nein! Okay, es ist nicht schlecht eigentlich. Wir könnten noch gewinnen. Oh, ich dachte, ich kann ihn durch die Wand treffen. Feindliche Harrier? Was? Also das kann ja nicht wahr sein, oder? Was? Das? Also das... Oh, ich bin so schlecht. Oh Gott, wie kann man so schlecht sein? Ich treffe nix. Ich treffe einfach gar nichts. Also jetzt, ich mache das ja nicht mal mit Absicht. Ach, der eine hat 0-5, alles klar. Die boosten. Wir wissen Bescheid. Oh Gott, ich treffe einfach nichts. Oh Gott, ich muss mir snipen. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet, na super, Alter. Ihr seht schon, ich treffe, aber... Oh, was zum Teufel? Also, sorry, aber ist es euer Ernst? 0-6, 12-1? Die sind doch alle richtig schlechte Gegner. Ach du meine Güte, ich werde nie ein Sniper-Match mehr gewinnen, Alter. Ich treffe zu wenig mit der Sniper, das ist das Problem. Vor allem, ich bin... Ach, diese Empfindlichkeit auch. Wisst ihr was? Ich schraube mal ein bisschen runter. Ich gehe mal auf 5. Weil ich denke... Ich komme auch... Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichert. Das kann nicht wahr sein, nur dass der jetzt so führt. Ach du meine Güte, Alter. Wo bin ich? Nein! Ah, meine Güte! Ich treffe nix! Sie machen auch die Boosten doch. 0-10! Denkt ihr, die boosten? Ich weiß nicht. Ich treffe einfach nichts mehr. Wie geht das nochmal? Wie kann man treffen? Ach du meine Güte. Ich muss mich da ein bisschen wieder reinfinden. Tut mir leid. Hab echt keine Ahnung.
Oh, da ich dachte. Nein! Oh, von rechts! Was? Ich bin doch gerade. Ich bin doch gerade erstmal gespawnt, Alter. Ach du Scheiße, ich bin echt richtig schlecht mit der Sniper. Oh, wie kann. Ich verstehe nicht. Versuche jeden Scheißschuss immer zu treffen, aber sowas, sowas. Von sowas rede ich. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ach du meine Güte, was für ein Bastard, Alter. Nee, das werde ich leider nicht mehr gewinnen. Ja, sorry, Leute. Normalerweise. Keine Ahnung. Ich würde 100%. 100, ich hätte jetzt schon längst gewonnen, bin ich mir eigentlich sicher mit der Farmers. Also mit der Farmers hätte ich schon 5-mal gewonnen. Kann ich euch sagen, aber naja, gut. Naja, lassen wir mal die Gegner mal kurz was einbilden. Ja, das ist schon wieder der Nachteil, wenn man dann eine niedrige Dämpfendigkeit hat. Vielleicht will der letzte ja einen guten Kill bekommen, keine Ahnung. Ach, scheiße. Weil ihr Leute ja auch Snipern eigentlich ziemlich so mögt. Ich glaube, das macht auch Spaß beim Zugucken, so Snipen. Dann... Ach, scheiße, ja. Er ist schlecht, also er hat den letzten... Ja, guck mal, der eine hat 1 zu 14. Ich glaube, die haben geboostet, um ehrlich zu sein. Denkt ihr nicht? Ich weiß nicht, aber der eine hat 1 zu 14. Also entweder der ist so schlecht oder die haben... Ich weiß nicht. Würde mich mal persönlich interessieren. Weil der Typ ist eigentlich richtig schlecht. Muss man ja sagen. Vor allem, ich habe auch keinen gesehen, der irgendwie so gut gewesen wäre. Dass er irgendwie, ne, so irgendwie so richtig gut wäre. Aber naja, gut, er ist schlecht und dabei belassen wir es auch. Ah, das ist echt manchmal kritisch, muss man sagen. So, was haben wir hier? Schallnimpfer, ACOG, Ferndro werde ich wahrscheinlich nicht so oft benutzen als ACOG, Ferndro, weil mir das nicht so ganz gefällt. Mal sehen, was für Waffen wir noch freigeschaltet haben und ob wir in 3 Leveln können wir eine neue Dings da freischalten, eine neue Abschlussserie. So, dann haben wir hier noch einen Platz frei. Dafür können wir hier die P90 benutzen. Ist auch eine sehr schöne Waffe, können wir auch benutzen. Bisschen Abwechslung hier reinbringen, nicht mal mit denselben Waffen spielen. Ansonsten wird es ja langweilig. Und außerdem, ich meine, wir machen auch das Road to Commando natürlich besser zu werden bei, besser zu werden hier, ne? Bei, wie nennt man das? Bei Advanced Warfare. Genau so nennt man das Spiel. Naja, gut. Umbenennen brauchen wir die Klassen nicht. Habe ich gar keine Lust zu. Wir haben leider noch keine Aufsätze für die P90, weil es das erste Mal ist, dass ich spielen werde. Aber dieses Mal werde ich ihnen auf jeden Fall zeigen, wo es lang geht. Und mal zeigen, wie man richtig spielt. Ohne die Sniper. Nicht nur, weil ich im Moment keinen Bock habe, sondern einfach, weil Invasion einfach nicht die Map für Sniper ist. Ich finde sowieso Invasion eine mittelgute Map. Also, ich weiß nicht. Ich finde, die beste Map in MW2 ist Highrise und Afghan. Und was mir bei den beiden Maps auffällt, ist, dass es 3 Wege gibt. Nur 3 Wege. Da ist nicht irgendwie alles verzweigt und so weiter und so fort. Da es gibt 3 Wege und das ist das, was eine gute Map ausmacht, meiner Meinung nach. So. Ich muss mal zum Fitness, Leute. Ich gehe nämlich täglich, also wirklich jeden Tag, bis auf Sonntag. Also ich gehe 5 bis 6 Mal die Woche immer zum Fitness. Ist ziemlich chillig, weil ich habe mich bei neuem Fitnessstudio angemeldet. Und mein momentanes Fitness befindet sich hier gleich in der Nähe. Deswegen eigentlich ziemlich chillig. Muss man ja mal so sagen, der ist rechts von mir, der Typ. Da sieht man, was das Astro A50 eigentlich so drauf hat. Wo ist der? Hä, wieso denn der? Das ist so ein Zottel, Alter, tut mir leid, aber... Naja, gut, vielen Dank für den Kill. Ich treffe nichts heute. Links von mir. Das ist so OP, Alter, ach ja. So, bis jetzt läuft's ganz gut. Der Typ geht hier rein. Wo ist der? Der ist der tot? Nee. Vielen Dank. So, mal sehen. Nein, ich hab ihn gehört, aber... Ach du meine Güte. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich schaff's irgendwie in letzter Zeit gar kein Payflow mehr, nur durch Kills zu bekommen.
Muss ich sagen, aber naja, gut. Ach du meine Güte, ist das denn ernst? Ach du Scheiße, Alter. Harry wartet auf Signal. Da ist hier drinne. Was? Oh, ich. Achtung, feindliche Aufklärungszone gesichtet. So ein Dulli aber auch. Wurfmesser. Achso, er hat Wurfmesser geworfen. Gott, der Typ ist genau neben mir gespawnt. Ja, ich weiß nicht, ich bin schlecht. So, vielen Dank, lieber Sniper. Ich weiß es sehr zu schätzen. Da haben wir noch einen, der sich dazu bereit erklärt, mir einen Kill zu geben. Weil ich Aufklärungsdrohne wurde hier gezündet. Das Ding ist ja, selbst wenn die Gegner Ninja haben oder sowas. Ach scheiße, ich hätte die andere Richtung rausgehen müssen. Selbst wenn die Gegner Ninja haben, ist es scheißegal. Zum einen könnt ihr sie trotzdem hören. Und zum anderen das Nachladen und sowas. Darauf müsst ihr achten. Das Nachladen und... und solche Sachen. Von links. Ihr könnt euch nicht nur auf Schritte verlassen, das geht nicht. Ihr müsst auch auf das Nachladen hören, auch. Ja, zum Beispiel auf das Schießen, genau. Denn die Schießgeräusche. Ah, du meine Güte. Und auf die ganzen Sachen zu fokussieren, das ist das Wichtige. Ach, scheiße, ja, keine Ahnung. Total verschissen. So, vielen Dank. Da ist irgendwo ein Taktikeinstieg, den habe ich auch gerade gehört. Vor allem in diesem Haus geht ja echt die Party ab, ne? Nein, was? Ach so, wegen Taktikeinstieg, okay. Ja, habe ich doch gesagt, da ist irgendwo ein Taktikeinstieg. Ja, meine, hier, deswegen zünde ich sie so ungern hier. Das hasse ich, Alter. Weil die Harrier einfach hier nicht so gut ist. Ich liebe die P90, Alter. Die ist sogar noch relativ präzise, muss man sagen. Für ihre Stärke. Und für ihre Feuerrate. Aber viele sagen, dass die Mini-Uzi ein Tickchen besser ist, aber weiß nicht. Die P90 hat halt ein größeres Magazin. Das ist persönlich das, was ich an dieser Waffe mag. Was? Ach da, oh nein. So. Das wird übrigens ja unser letztes Match sein. Ich weiß ganz genau, dass sie hier reinkommen werden, deswegen. Hier, besser Spot ever. Mal sehen, wie lange ich es hier aushalte, ohne mich zu bewegen. Ich hab gespuckt. Und da kann man sich hinlegen und wieder aufstehen. Mal sehen, wie lange dass ich das aushalten werde. Nein. Ah, oh, das klappt nicht. So, der Typ hat natürlich sein Taktikeinstieg mal wieder dort. Erledigen sie 25 Gegner mit dieser Waffe. Schalldämpfer bekommt man ab 75 Gegnern. So, vielen Dank. Links von mir. Vielen Dank. Headshot. Noch ein weiterer Headshot für eine Tarnung. Die gehen alle in dieses Haus. Die sind doch alle so. Wie dumm kann man sein, so wisst ihr? Wieso geht doch. Ach, naja, gut, mache ich auch. Wenn alle das tun, wieso nicht? Haha, Opfer. Gut, ich habe gewonnen. Ich wusste es. Ich wusste, ich hatte irgendwie so im Instinkt, dass er das spawnen wird wegen dem Taktikeinstieg. Ja, gut, das war mal wieder ein ziemlich einfaches Match. Für mehr einfache Matches einfach abonnieren, kommentieren und liken, favorisieren. Nein, Spaß. Nee, es geht. Also man muss ja auch sagen, die Gegner sind nicht so gut gewesen. Deswegen habe ich nur gewonnen, sonst hätte ich definitiv verloren, ja. Ich bin eigentlich der schlechteste Spieler der ganzen Welt und... ja, genau. Wir haben Schnellfeuer und Rundbogenvisier für die P90 freigeschaltet. Scrappy hat auch. Ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, bewerten, kommentieren. Nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Link in der Beschreibung zu Game Key for Me. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!